Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich habe mit der Hexe, mit der Witch, ja, abgeschlossen sozusagen. Die Feuerball-Witch wird weitergemacht irgendwann, aber die SRS-Witch, naja, ich bin nicht mehr zufrieden. Also ich bekomme einfach nicht die Items, die sie safe machen. Also sie safe macht, sie ist sehr, sehr, sehr squishy und deshalb, ja, mache ich jetzt momentan nichts damit. Tut mir leid, aber es geht halt einfach nicht, weil ich werde immer wieder One-Hit gekillt und sonstige Sachen. Es bringt's nicht. So, wir machen Pyre raus hier, weil wir sowieso kein Cold Damage haben momentan. Und es auch nicht so viel bringt, weil wir nicht Crit machen. Mache ich das mal weg. Und ich habe den Goldrim gefunden. Der bringt sehr etwas. Aber ich brauche noch die Sockel und so Sachen. Da könnte ich vielleicht ein bisschen besser kämpfen mit der SS. Aber naja, ich bin auch nicht so zufrieden mit dem Playstyle. Ist die, also ja, Style. Also genau wie man es spielt, ist das halt langweilig, oder? Deshalb bin ich jetzt momentan eher drauf dran, hier zu spielen, hä, mit dem Bluter. Ich werde aber auch auf Axt umskillen, das können wir gleich mal machen, bevor wir dann hingehen. In Akt 3, also auch rausgehen in Akt 3. Ich möchte noch kurz das hier ausrüsten. Ja, schade, ich habe einen Sockel zu wenig. Ja, mache ich einfach Reef weg. Ich brauche sowieso nicht Reef. So. Habe ich mehr Attack-Geschwindigkeit, ist wichtiger als Schaden. Ich mache schon genug Schaden. Und den Ring. Ja, der Ring ist safer. Aber nein. Lassen wir den. Ah, da ist viel mehr Schaden drauf. Machen wir den rein, hä? Dann haben wir Schaden auf dem Ring und weniger Schaden auf den Handschuhen. Aber DPS bleiben ungefähr gleich, sogar besser. Hä? Ja, ich wollte da noch suchen. Ich habe irgendwo noch einen Dagger. Ah, den noch nicht ausrüsten kann. Da habe ich auch auf 20% hochgestuft. Jetzt suche ich nämlich noch einen anderen Dagger, den ich auch hochstufen kann. Eventuell den hier. Also es ist kein Decker, aber ich benutze ja Schwerter im Allgemeinen. 12 Physical Damage, Elemental Damage. Ist schon gut, aber ich brauch's nicht. Nee. Also dann nehme ich den hier nach vorne. Und 12. Ja. Ich brauche Attack-Geschwindigkeit unbedingt. Gut, da haben wir ja nichts mehr. Ah, da haben wir noch 60. Ich hab gedacht, ich mache nicht Crit, ich mache wirklich Bluten. Und dafür gibt es zwei Äxte, die muss ich natürlich finden. Eventuell werde ich die sogar erhandeln. Aber eben, naja, das große Problem ist, ich muss, ich muss einfach die Harpen verbluten. Deshalb werde ich noch kein Bluten nehmen. Und eventuell halt ein bisschen Crit nehmen. Ich weiß es nicht. Also, da muss ich noch warten einfach. Ah ja, stimmt. Den hier drauf tun, so. Und jetzt gehen wir kurz einfach die Quest machen am Anfang des ersten Aktes. Ist ja relativ schnell vorbei. So. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie es sich so anfühlt, wenn man noch schneller ist. Ich weiß es selber auch nicht, aber ich will schauen. Und ihr dürft auch mitschauen. Aha. Falscher Knopf. Gut. Also jetzt mal zuerst ohne. Boah, ist schon schnell. Das ist ja Wahnsinn. Und dann mit. Das ist ja mega. Dann mit Zyklon. Ich will ja einen schnellen Charakter machen.
Eventuell muss ich ja Bluten aufgeben. Ach komm, mach ich Crit, ey. Ich höre auf mit Bluten und mach Crit. Ich wollte einfach bluten, weil es einfach Spaß macht, oder? Die Gegner bluten lassen, aber ich denke, bluten ist einfach zu schwach. Ich werde sowieso nicht Punktur nehmen, ich werde... jetzt muss ich denken. Wie heißt der... Wer heißt der Angriff? Der so viel... Das so schnell ist und so viel Schaden macht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... flach, also... kann ich gerade nicht... mich erinnern, aber ja, ich werde es euch ja zeigen. Es gibt einen guten Angriff für zwei Dolche. Ding. Sag schon. Für zwei Degen, genau, Degen. Man, das ist immer so ein, ja, mir nicht so berühmtes Name. Ein Name. Ja gut, ich bin momentan auch ein bisschen noch an unseren Sachen denken, deshalb bin ich jetzt momentan ein bisschen ja, abgelenkt, gell? Tut mir leid. Ich kann mich, glaube ich... Nein, nein. Ja, wir werden es ja sehen. Ich gehe mal zu den Shops nachher auch. Ein Crude-Bow. Ich will so Low-Level-Bow auch noch finden, die gut sind. Deshalb machen wir das auch. Aber auf jeden Fall will ich, bis die neue Version rauskommt, 2.5, neue Season kommt, nicht mehr andere Charakterklassen machen. Ich werde in Season, also in der nächsten Season einfach extrem schnell leveln. Auch mit solchem Charakter oder irgendwas. Keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Nein, Skill, ich weiß es nicht. Also, wir können schon den Ray nehmen. Aber, ja, mir gefällt er einfach nicht so gut. Er ist schon cool, den roten Laser. Aber, nicht so, als würde ich jetzt sagen, ja, ich nehme ihn unbedingt. Oh, das ist ein sehr guter Bogen. Ja, komm. Schmeißen wir fort. Ich habe keinen Platz. So. Weil ich eben ja selber noch Unix habe und so weiter, brauche ich es nicht unbedingt. Gut. Also schauen wir mal hier, wie der Game denn heißt. Ich sehe ihn gerade nicht. So ist der Blood Rage, sicher auch gut. Blood Rage ist der Buff. Der macht irgendwie Schaden, oder? Nicht? Komisch. Ah, you take 4% of your maximum life per second as physical damage. Müssen wir trotzdem nehmen, haben aber keinen Sockel. Wir nehmen einfach Phase Attacks raus. Und jetzt muss ich weitersuchen. Das Key habe ich schon extremst lange nicht mehr. Oh, das ist ein Leckrate. Stufe mit 11 Quantity. Ja, so ist er nur Level 4. Nehmen lieber den. Punktur wäre auch besser. Aber ich möchte nicht Punktur einsetzen. Ich möchte... Oh, Wildstrike. Wildstrike wäre natürlich auch nice. Aber das würde uns nichts bringen, weil wir nicht Elementar-Damage machen. Tja, dann weiß ich gar nicht, ob ich den irgendwo habe. Wo ist denn der Skill? Ich verstehe es nicht. Ah ja, Frenzy war es, oder? Ich glaube, es war sogar Frenzy. Dann habe ich einfach das nicht so gedacht. Dann habe ich das nicht gewusst. Aber es ist Frenzy. Ja. Okay. So, dahin. Ja gut. Gehen wir, scannen wir um. Und zwar, Passiv Skill Tree.
Refund Ding. Das raus und die zwei da rein, hä? Ich müsste es. Oh. Ich nehme ja durch. Ich nehme ja die. Aber jetzt habe ich die falsch gemacht. Komm, wir machen die noch nicht. Wir brauchen nicht Attack-Geschwindigkeit, Life Leech bis er kommt. Wir machen jetzt unbedingt. Ja, da hier rüber, hä? Das ist nur Attack-Geschwindigkeit. Okay. Ich muss. Ja. Hier herüber. Ich brauche unbedingt die Crit-Sachen. Zuerst. Nein. Komm. Leben ist wichtiger. Und danach hier. Block-Chance. Und Attack-Speed. Ich glaube, ich muss beides nehmen, aber irgendwie ist das links halt einfach besser. Weil wegen dem Blockchance. Ich muss beides nehmen. Also entweder muss ich nur links nehmen oder beides nehmen. Aber ja, rechts ist ja auch gut. Ich muss beides nehmen. Mist, da brauche ich so viele Punkte. Shit. Aber... ja, ihr werdet sehen, was ich damit meine, mit Crit und mit Blockchance. Schon wichtig. Ja, vielleicht nehme ich sogar gar keine Blockchance. Oder noch nicht. Auf jeden Fall werde ich Life Leech nehmen für Psy-Reflekt-Gegner. Und ja, eventuell halt Hearted verwenden für Füße-Reflekt-Gegner. Ja, ich werde es sowieso nehmen. Ja, mal schauen, hä? Jetzt leckt es gerade ein bisschen, tut mir leid. Aha, ich habe einen falschen Skill drauf. Nein, ich will den richtigen Skill. Hallo, wo ist er? Da! Regt mir das auf. Ah, da ist ein Geist. Ja, ja, hau ab. Wieso hauen die Geister immer so schnell ab? Die sind auf normal einfach immer noch zu zäh. Ah, da unten ist der Gegner. Ich habe zwei Minions. So. Ach, wie süß, jetzt leckt es auch nicht mehr. Das nur wegen der DirectX 11, nein, einfach 64-Bit. Es muss unbedingt 64-Bit kommen im Dezember. Mit der 2.50 kommt dann 64-Bit. Und DirectX 11. Also es wird extrem viel besser laufen. Und dann lohnt sich ja für die es, bei denen es extrem laggt, auch wieder zurück. Was war denn das? Was soll denn das sein? Da hat einfach nur Blitze, also... Thunderstrike, wie das heißt. Und das andere war Molten Strike. Ich verstehe nicht, das ist doch ein Nahkämpfer, was macht er denn? Oh Gottchen. Ja, es läuft sehr viel besser, hä? Aktiviere ich hier immer wieder. Nein, ich Punktur. Blood Rage. Prima. Also es macht immer noch Heidenspaß. Manchmal ist es extrem frustrierend. Und es kann sein, dass ich wieder extrem in den Frust komme und dann Rage quitte und so.
Es ist wirklich Wahnsinn. Also, wenn zum Beispiel alles nicht flüssig läuft und dann noch kommen noch One-Hit-Monster und alles dazu oder die Bosse sind übertrieben stark, dann oh, bekomme ich manchmal wirklich Himmel, Gott und Hölle. Ja. Dann wird es langsam richtig nervig hier. Also, ich habe eine Map gemacht, die war T3 und war gold, also gelb, also rare. Und die hatte Gegner, das waren die Ziegenmenschen. Die trafen mich die ganze Zeit mit ihren Sprüngen und die Blitze überall, also die Sparks waren überall. Und dann noch hatte ich wirklich nicht mehr weitermachen wollen, die Map. Also nicht mal zum Boss. Aber schon fast alles gemacht. Das war sowas von schlimm. Das möchte ich einfach mit diesem Charakter am besten einfach wegmachen. Mit dem kann man nämlich auch Labyrinth gut machen. Also ich werde hoffen, dass der eigentlich relativ gut Labyrinth machen kann. Natürlich nicht perfekt, das niemals. Aber weil er so extrem schnell ist und auch tanky, werde ich doch irgendwie ein bisschen gut durchkommen, eventuell. Also gehen wir zu Petey und ja, setzen alles ein. That somber expression doesn't become those fetching features at all. Cheer up, enough of this. Hör auf mit diesem Scheiße. Sonst gibt's eins auf die Fresse. So. Gut. Das haben wir auch geschafft. Prima. Jetzt nehmen wir Hardred. Wir müssen Hardred nehmen. So. Hier haben wir auch noch eine Quest mit den Tiki-Totem-Teilen da. Also da muss ich ja, Punktur rausnehmen. So, das nehmen wir auch natürlich mit. Jetzt kommen wir nicht weiter. Ja, aber eben, Path of Exile macht mega viel Spaß. Und es liegt halt einfach an den Entwicklern, dass manchmal einfach es extremst unbalanciert ist. Aber das wollen die Entwickler so, die wollen, dass wir uns ragen. Die wollen, dass wir einen Herzinfarkt bekommen oder irgendwelche psychische Störungen bekommen. Das wollen diese Neuseeländer, diesen Tiki, wie heißen die schon wieder? Maori, genau. Das sind Maoris, die wollen das. Vernichtet die Menschheit für einen schönen Maori-Stamm. Genau. Ah, je. Hallo, wie viel Schaden bekommst du? Ganz viel, ne? Ui, noch ein silberer Coin. Och, wie toll. Der ist so nett zu mir. Wo haben wir jetzt dieses Scheiß da? Gut, reingehen damit. Ach ja. Ich spiele jetzt momentan so viele Action-Rollenspiele, weil ich es einfach liebe. Es ist zwar halt wie vieles gegrindet, aber ja, muss ja sowieso, wenn ich World of Warcraft anfange. Ich bin ja schon mal im World of Warcraft gewesen und hab's ja mehr oder weniger nicht so gut gefunden, aber ich mag's einfach. Also, ihr werdet dann sehen, wieso. Ich werde eine ganz bestimmte Klasse machen, die einfach Spaß macht, also auch Spaß machen sollte. Und ja, das werdet ihr dann sehen. Ah ja, stimmt, die Aura aktivieren. Eventuell müssen wir uns jetzt ein bisschen defensiver wegmachen. Weil das reicht nicht, hä? Ja. Defensive weg. Dafür, Hearted. Heart of Ash. Hearted ist das blaue Drago. Das blaue. Können wir hier runter, ja. Da ist nix.
Geht relativ gut, die sind natürlich auch zäh. Ja, ja, klar. Und Crit macht hart jetzt so sehr extrem viel Schaden. Ja, halt, der fehlt. Ja, man könnte eigentlich Colt, wir könnten einen Colt Damage Ding machen, also auf Colt gehen. Jetzt muss ich einfach schauen, dass wir noch genug Items bekommen, die Colt Damage machen, hä? Aber ja, ja. Es wird gut laufen. So, jetzt gehen wir nach oben, hä? Eventuell könnte es auch unten links sein, aber nein, da oben. Noch mal ein bisschen Portal Scroll mitnehmen. Ja, ja. Es ist wirklich super, dass ihr so nett seid und mich auch zuguckt. Ihr habt sicher auch sehr viel Spaß natürlich. Es ist einfach auch ein gutes Spiel und es ist sehr ja, Unterschied, also man kann nicht immer auf Effekt sein schauen und immer denken, ja, so geht's weiter und so weiter. Es kommt immer wieder etwas anders, weil man findet neue Items und so weiter. Das macht einfach mega Spaß, weil es so unerwartet ist. Ja. Den könnte ich dann auch noch rausnehmen. Und eventuell hier oben irgendwo. Ich weiß jetzt, ah, kritische Trefferchance, aber das ist zu wenig. Hm. Ja, wir müssen schon hier hin, aber wann? Keine Ahnung. Okay. Wir haben jetzt alles noch auf Mana Leash. Ich muss unbedingt noch auf Life Leash gehen. Aber da wir so wenig Life Leash Item haben und so weiter, bringt das auch noch nicht ganz so viel. Ich brauche unbedingt noch einen Degen und nicht das Messer. Den Dolch und ja. Und so weiter und so fort, hä? Aber mit diesem Bild werden wir viel weniger squishy sein. So. Ja, ja. Was ist denn da? Ich habe jetzt nicht wirklich diese Verzauberung auch drauf. Doch, die ist immer auf diesen Handschuhen. Cool, das macht natürlich viel mehr Spaß im Nahkampf. Ständig die einfrieren, ey. Verlangsamen vor allem. Nicht ein, ja, nicht unbedingt sehr viel einfrieren, aber schön verlangsamen. Wunderbar. Ja, prima. Mhm. Also da haben wir die Götze. Die Skulptur. Und jetzt müssen wir wieder rausgehen. Also so ein Action-Rollenspiel ist eigentlich das beste Spiel zum Let's Playen aus, zum Beispiel Minecraft. Minecraft ist halt auch sehr gut zum Let's Playen. Aber es macht auch ständig Spaß, also ich mache jede Season eigentlich relativ gut mit. Jo. Und Videoschauen ist halt für euch viel, viel einfacher, weil ich gehe an meine Grenzen fast, also... Ja, selber spielen ist halt unmenschlich viel schwer, wenn man Cellphone spielt und ja, halt einfach alleine spielt, hä? Aber ich will es ja eigentlich auch so, ich will nur relativ, ja, halt auch ein bisschen mehr Spaß haben und dann auch mal nicht Cellphone mehr spielen und nicht mehr alleine spielen. Aber das kommt halt alles noch. Ich habe halt noch nicht so die feste Community. Ich muss einfach noch Leute bekommen, wo mir ständig irgendwie etwas helfen oder etwas sagen, was ich denn falsch mache oder sonst irgendwas.
Also es wäre richtig toll, wenn ein paar Leute das machen könnten, so langsam. Wenn ihr nur mich natürlich sehr gut auch mögt, gell? Sonst sagt mir mal, was ihr an mich nicht so gut mögt, dann kann ich das auch verbessern. Aber wenn ihr das mir nicht sagt, dann kann ich das natürlich auch nicht verbessern, gell? Also, bin mal gespannt auf eure Antworten. Dürft gerne etwas schreiben. Immer zu. Dürft es auch per PN sagen. Wenn es euch stört, dass es offen öffentlich ist, macht es per PN. Einfach kurz in meinen Kanal rein, dann über mich und dort ist dann private Nachricht schreiben. Jo. So. Jetzt haben wir dann bald fertig. Ja. Jo, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen wieder mal. Fast im mehrten Part natürlich. Bedanke ich mich sehr gern herzlich. Und ich mache jetzt noch wieder ein bisschen weiter bis zu Petey oder so. Dann machen wir zusammen Petey, hä? Gut. Mit diesem Charakter. Oder bis ich Wirbelwind habe, gell? Also bis ich Zyklon habe. Dann können wir... Kann ich weiter aufnehmen, also aufnehmen für euch, gell? Ja. Es ist noch ein bisschen früh, aber ja, ich mache lieber jetzt mal wieder ein weniger langer Part, damit einfach die Besseren dann besser werden. Und länger werden. Ja, länger werden, würde ich sagen. So. Ja, das war ein super Abschluss. Ich bedanke mich und tschüss.